nach dem Code. Angele, oder? So. Nö. Ah, Wut. Ah, stimmt. Hä? Vielleicht. Ah. Da ist unsere Angel, die wir auch bald verzaubern werden. Das ist ein bisschen viel. So. Damit ist das gemacht. Jetzt. Naja, so viel ist es nicht mehr. Für zwei reicht es noch. Müssen wir also doch eigentlich in die Hölle. Oder wir machen das beim nächsten Mal. Legen uns den Obsidian hier rein. Wenn wir schon mal hier sind. Ganz unten. Da. Und jetzt platzieren wir die beiden Kisten. Eine am Flughafen. Da gehe ich jetzt auch mal oben rum hin. Und eine dann am Hafen. Ja, dieses Jahr ist geprägt bisher von logistischen Problemen. Aber es ist halt auch ein sehr logistischer Alltag hier. Items, die wir abbauen, müssen von A nach B übertragen werden. Und das immer wieder und immer wieder. So. Immer Zugriff auf die unendlich haltbaren Items haben. So, und damit wir uns jetzt nicht ganz blöd vorkommen, machen wir kurz noch den weg. Und den weg. Die sind wohl letzte Mal unsichtbar geblieben. Mal kurz einen Schluck trinken. Die Kehle anfeuchten. Das war doch mal elegant gehoppelt. Auf jeden Fall haben wir jetzt Obsidian für drei weitere Kisten da. Das heißt, wenn wir das nächste Mal Blazewoods farmen gehen, haben wir auf jeden Fall genug, um uns erstmal drei weitere Kisten zu machen, die wir munter in der Landschaft verteilen können an wichtigen Stellen. Hm.
Man weiß ja nicht, was die Zukunft bringt. Jetzt haben wir die Flügel als neuen Tool. Okay, die sind relativ unwichtig. Aber es könnte ja jederzeit mit jedem Update passieren, dass neue Tools dazukommen. Vielleicht auch mal neue Waffen. Wie eine Kampfaxt. Oder einen Speer. So. Dahin. Perfekt. So, jetzt haben wir auch endlich alle unsere Tools dabei. Das war ja der Hauptgrund, warum wir jetzt so übereilt losgezogen sind. So. Du musst auch noch mal weg. So. Wunderbar. Und jetzt geht das Ding dort entlang und fällt etwas weniger in dem schönen Gang auf. Oh ja, aber bitte den Dreck vorher noch da weg. Gut, wird jetzt dort weiterlaufen. Wie weit wird er denn gehen? Es wird zumindest schon mal den Weg hinkriegen. Also ich würde sagen, es reicht theoretisch ein hinter dem Ganzen. So, das könnte man dann noch schön auskleiden, denn der hier wird ja begehbar. Hier ist ein See, den haben wir überbaut. Dass wir zumindest dann soweit schon mal durch sind. So, das lassen wir jetzt erstmal so. Jetzt gucke ich von der anderen Seite. Also wir sind ungefähr hier. Ja, das heißt, man wird hier auch in diesen Tunnel einen schönen Blick erhalten. Gut, jetzt mal schauen. Auf der Höhe. Das heißt, hier ein tiefer. Gut, das sollte den Wasserverlauf nicht stören. Und jetzt würde ich mal vorschlagen, auf der Höhe hier. Da. Minus 30. Nee, Quatsch. Hier lang. Wäre hier. Jetzt habe ich gerade, glaube ich, auf die falschen. Nee, auf. Habe ich auf die. Ich glaube, ich habe auf den falschen wieder geguckt. Auf Block, nicht auf Looking at. Hier 29 ist das. Na gut, die 30 ginge natürlich auch.
Dann müssen wir da drin nichts umbauen. Nehmen wir die 30, ist halt noch ein bisschen näher. Die 30 hier. Ich brauche Cleanstone am Ende. Und am besten zwei Türen. Das ist doch kein ganzer Tunnel hier. Doch. Das ist ein ganzer Tunnel. Oh, ich dachte, ich wäre schon weiter. Ah. Hier haben wir dann Eisen. So. Dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Erstmal sollte ich die Decke machen. Obwohl, das könnten wir auch als Naturhöhle lassen. Und das war's. Gut, viel fehlt ja nicht mehr. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 31 in der Länge. Und dann gehen wir mal hier hin. Es könnte sein, dass wir auf Wasser stoßen. Oder auf Sand. Oh. Hä? Kein Wasser? Umso schöner. Nein, wir stoßen auf eine Höhle. Eine richtig große Höhle. Die ich jetzt mal ganz professionell zubauen werde. So. Wo sind wir hier eigentlich? Ich hätte auch noch die Höhenkoordinaten nehmen sollen. Nicht die Höhe. Hallo Fledermaus. Also, wenn ich den Punkt da anvisieren will, ist das, ich schreibe mir das jetzt doch mal auf, minus 30, 6, 67 und minus 192. Quatsch, schon wieder. Du musst weg. Ein Lämpchen, da ein Lämpchen. Das wird zwar vor der Höhle nicht schützen, aber zumindest hier teilweise. So, bis zur Höhle werden wir alles soweit solide bauen. Die Höhle selbst darf in dem Fall einfach mal Höhle bleiben. Allerdings hätte ich da doch gerne Glas vor. Habe ich dafür denn keinen Dreck?
Das Schöne ist, der Sand reicht genau für die passende Anzahl an Glasblöcken, damit wir das hier zumachen können. Es fehlt mir jetzt allerdings etwas Kohle. Ah ja, ist da viel drin. Schnell hier um die Ecke. So, das sollte reichen. Dann machen wir uns das hier noch ein bisschen schöner. Okay. Koordinaten wieder an. 100, was hatte ich gesagt? 192. 91, 92. Nee. Hier. Also, kann ich das dort hinten komplett wieder zumauern? Was mir gar nicht so unrecht ist. Dann nehmen wir uns hier mal den Sand mit. Ach, jetzt mache ich erstmal das hier wieder aus. Ne? So. Sieht gut aus. Das heißt, das hier sind nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14. Nochmal 14. Ungefähr ein Stack. 45 Stück brauchen wir. Naja, ist jetzt nicht die Welt. Das ist zu schaffen. Gut, jetzt brauche ich hierfür trotzdem noch einen Cleanstone, um das hier wieder dicht zu machen. Das ist jetzt ein sogenannter Wartungsschacht. Und damit ich hier nicht reinfall, packen wir den drauf. Oh, dann lassen wir mal kurz das Glas brennen. Boah. Jetzt gerade geht's wieder gar nicht mit der Stimme. Die flackert leicht. Naja, in der Zeit, wo wir warten. Hatten wir da einen Lachs. Und noch einer. Sogar Erfahrung dafür. Nee. Der war jetzt aber schnell. Thank you.
Eine Angel. Hallo Lena. Ich bin mal kurz AFK. Ich muss meine Schwester anstauchen. So, da bin ich wieder. Sie hat ihr Fett wegbekommen. Ach, ich finde das immer toll. Kaum sind sie 18, meinen sie, sie sind erwachsen, haben die Weisheit mit Löffeln gefressen und brauchen auf niemanden mehr hören. Tja. Die ist sauer. Wieso hat mein Telefon geuut? Tilly, lass mein Telefon in Ruhe. Wenn ich jetzt durch dich den Fisch verpasst habe, ist was los. Ah, da kommt er. Er nähert sich und... ein Bogen. Na, lass mal den hier benutzen, bis er kaputt ist. Haben wir schon genug Müll rumliegen. Ne. So, ich würde sagen, wir angeln jetzt noch, bis das hier kaputt ist. Und dann machen wir da unten das fertig. Und dann gehen wir mal wieder Lehm holen. Wir wollen jetzt den ganzen Tag jetzt nicht hier am See verschwenden. Ein Kugelfisch. Die sind lustig. Ein Nemo. Ich finde, es könnte ruhig noch mehr verschiedene Fische geben. Dorsche, Barsche, Karpfen, Salmonellen. Ach nee, das war was anderes. Haie. Das wäre ja was, wenn man so einen Hai rauszieht, der einen dann erstmal angreift. So ein Fliegender. Also, wenn man ihn rausgezogen hat, fliegt er rum. So Sharknado-like. Und ein Tintenfisch. Noch ein Nemo. Wie schnell ging der denn gerade unter? Nah. Quallen wären auch toll. Quallen, Kraken, Tintenfische, Krebse. Hummer, Garnelen. Muscheln. Wie auch immer die anbeißen sollen. Na, ich glaube, die Angel kriegen wir nicht mehr kaputt. Ist auf jeden Fall eine gut verzauberte. Da kann man nichts gegen sagen. Naja, hat ja auch Haltbarkeit drauf. Da würde es sich fast schon lohnen, sie zu reparieren. Zumindest bis wir genug Level haben, um die andere zu verzaubern. Hm.
Ja, ich glaube, das reicht jetzt erstmal. Naja, ein paar Erfahrungspunkte haben wir ja geholt. Und ein paar Fische haben wir auch gefangen. So, das Glas ist fertig. Bis wir zurückkommen, kann das Eisen hier rein. Und ich bekomme aus den zwei Holz, die hier über waren, bekomme ich zumindest mal eine Tür. Ah, den Cleanstone. Den habe ich jetzt vergessen. Schon fertig? Das ging jetzt aber schnell. So. 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 Damit ist der Bereich hier wieder sicher. Außer natürlich an dieser einen Stelle hier, wo nix, nee, da kommt ja nix durch, nee, ist sicher, sicher ist sicher. Jetzt haben wir nur noch den halben Laufweg, denn bis hier, ach Gott, nee, bis hier vorne geht das ja. Ah, du rein, du rein, du rein, du rein, du rein, du rein. Fische, 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 Fische. Ich brauche auch nicht mehr. Euch nehme ich später mit zurück. Jetzt habe ich natürlich auch den ganzen Stein reingeworfen. Na egal. So, dann machen wir jetzt erstmal hier weiter. Wo wir gerade aufgehört haben, gerade vor 3 Folgen. Naja, was einem so alles einfällt, wenn man mal so ein bisschen rumläuft. So. Ach du Scheiße. Ist ja auch noch voll. So, die Sonne ist fast am Untergehen. Da würde ich jetzt sagen, wir suchen uns hier irgendwo so eine kleine Ecke aus, wo gerade mal Lehm liegt. Zum Beispiel diese. Und machen einfach mal einen Stack voll, bis es dunkel ist. So, schwimmen rüber und danach machen wir oben weiter. Ist zwar nicht ganz so produktiv, aber dafür das, was wir angefangen haben und was ich anfange, das pflege ich eigentlich auch zu Ende zu bringen. Wir können theoretisch auch so ein paar Berge abbauen. Ist ja egal, wo wir abbauen. Es ist immer so eine Schicht gebrannten Lehm dazwischen. Gebrannten, ungefärbten. Hm.
Da haben wir auch dann wieder ganz schön was abgekratzt hier. Was würdet ihr davon halten? Die Abflughalle in Gelb. Also Gelb mit Sandstein und normalen Steinen. Die Ankunftshalle in Rot. Und dazwischen der Terminal in Orange. Das hätte doch was, meiner Meinung nach. Und wir hätten alle drei Farben, die wir hier hauptsächlich abbauen, verbaut. Hier die zwei. Und dich. Und dich. Und dich hier auch. Da haben wir auch schon wieder ein ganz schönes Stück hier abrasiert. Ja, das Lehmbiom war mal größer. Ich kann mich noch dran erinnern. Gar nicht so lange her. Und wie schon erwähnt, irgendwann werden wir uns dann auch mal die Zeit nehmen, hier richtig schön uns Wege über Halbsteinbrücken zu bauen, die wir dann natürlich auch nicht beleuchten müssen, außer wir wollen es. Ich bin echt mal gespannt, ob wir den Flughafen bis Ende des Jahres geschafft kriegen. Ich meine, wenn wir mal auf den Kalender gucken, wir haben jetzt März. Ist nicht mehr ganz so weit. Also ein Viertel ist schon weg. Mm-hmm.